Yo, what up? Wir müssen jetzt erstmal herausfinden, wer da typt, ne? Ja. Und vor allen Dingen auch. Oh! Oh. Plepp. Okay, er sitzt da hinten in dem Zimmer. Hm, schmeiß mal was rein. Ich müsste wahrscheinlich gar nicht rein. Wo soll ich denn da reingehen, wenn ich da nicht reingehen muss? Aber erstmal. Naja, ich muss wahrscheinlich doch gar nicht an dem vorbei. Warum soll ich denn irgendwas mit dem machen? Ich kann den doch einfach. Ja, aber wenn du gegen irgendwie Krach machst, dann würde er es hören, oder nicht? Lass ihn doch einfach sein Leben chillen. Ich lass sein Leben chillen. Ich dachte, ich falle gerade tiefer Close als tief. One. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang gehe. Ah! Ich weiß, wo ich bin. What up? Komm, los. Spin that bitch. Wolltest du mir nicht vorhin was erzählen? Hä? Wo was? Ich meine, du hebst sie auf? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Das Einzige, was ich aufhebe, ist schlechte Qualität. Ich meine, du meintest so, nee. Und ich meine, doch, erzählst du, jetzt ist zu spät oder irgendwas. Oh man, come on. Wie talkst du, Alter? Ich meine, dass du es gesagt hast, dass du mir irgendwas erzählen wolltest, dann sagt die so, nein, erzähl es auf der Aufnahme und du dann so. Ich glaube nur, ich weiß nur, dass du noch ein bisschen mehr Kommentar zu Delilahs Arbeit abgeben wolltest. Ein Vergleichsmuster. Dann weiß ich auch nicht mehr. Dann ist dem wohl so. Tja, weil zum Glück ist die Hood kenne ich auch. Ist das nicht da, ja, wo der Typ extrem gechillt hat dann? Ja. Wo ich den... Bei meinem Edit? Hier, beim letzten Mal bin ich von da oben runtergekommen. Genau. Schon cool, dass man sich dann noch erinnern kann. An die Gegenden. Ja, wenn man keinen Alzheimer hat, dann kann man rein? Sich an sowas erinnern, ja. Wo gehen wir da rein jetzt? Cutscene. Oder auch nicht? Nee, wir gehen jetzt in den Dings. Tod der Kaiserin, mein Freund. Tod der Kaiserin. Das ist also die letzte Mission. Ja. Dann ist das Game vorbei. Ja. Sheesh, bruh. Ja. Es ist also soweit. Bruh. Oh boy. Oh boy. Welches Spiel hast du gespielt und also welches Ende von irgendeinem Spiel ist dir wirklich lange im Kopf geblieben? Welches? Halt, ja, wo das Ende einfach entweder so mindblowing war oder irgendwas passiert, dass du es wirklich echt im Kopf behalten hast. Das kann auch was richtig Dummes sein. Brrr, lass mich überlegen, Alter. Och, ja, ich glaube, spontan komme ich jetzt nicht. Das ist kein Game, was du spontan... Ich könnte dir Antworten geben von wahrscheinlich anderen Leuten, wo ich mir vorstellen kann, diese Enden waren irgendwie sick oder so, aber ich selbst habe jetzt nicht so eins. Ja, da hast auch kein bestes Ende, was du jemals, oder irgendein Ending, was du richtig geil fandest oder so? Nee. Man, dann musst du ein paar schlechte Spiele gespielt haben. Nee, die meisten, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, nie wirklich so... Bis zum Ende gespielt? Naja, ich bin ja so ein Nintendo-Boy und Nintendo-Spiele haben halt nie so einen krassen Plot, also du hast halt irgendwie ein Ende, aber... Du meinst wie ein Klempner, der die ganze Zeit eine Prinzessin an einem anderen Schloss sucht? Ja, und dann finden die sich und dann ist nice, aber du hast halt nie so einen fetten Plot, von wegen... Oh shit, Peach ist Martins Schwester, das ist... Ja, okay. Das würde ich, optimal. Das würde ich halt jetzt auch nicht von Dings erwarten, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich aber deswegen habe ich halt nicht so Games am Start, wo ich hier sagen Ahnung, kann, wie ich hier langkomme. Dass das Ende mich jetzt hart gerührt hat. Oder gibt's ein Spiel, was du empfehlen würdest, irgendjemandem mal zu spielen, auch weil das Komplettpaket einfach so gut ist? Ein Spiel, was ich empfehlen würde, weil das komplett... Ja, also so da, in dem Fall wäre es dann, dass das Spiel einfach super gut ist, dass du es deswegen empfiehlst. Ein Spiel, was ich empfehlen würde... Wind Waker. Wind Waker? Ja. Hab ich nicht zu Ende gespielt. Das ist definitiv mein Lieblings-Zelda. Ich fand's nicht so interessant. Ich glaube, du bist ein bisschen leise, Bro. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich überlege gerade, wie ich hier weiterkomme.
Ich mach gerade keinen Progress, weil ich nicht weiß, wie ich weiterkomme. Ja. Ah, okay. Ich hab heraus. Entspannung. Nein. Tilterino. Setz dich nicht so unter Druck. Entspannung. Ich bin immer unter Druck, mein Freund. Mach dir nicht so einen Stress. Entspannung. Du bist jetzt schon wie ein Eimernband. Und ich dachte, du hast sie. Boah, wie hell. Ein Eimernband! Boah, wie hell das gerade geworden ist, Alter. Heute in unserem Club, Rote Markise, die Einmann-Band. What the fuck are you talking about? Jetzt komme ich hier immer noch nicht lang. Well? Ja, weil du statt One-Man-Band so Einmann-Band gesagt hast. Was muss ich denn jetzt bitte machen? Oh shit. Oh oh. Geht es erstmal los? So kurz vorm Ende. Dass kurz Chris vorm Ende geben. Vom Spiel überfordert sein wird. Du kannst mir helfen, Alter. Ich glaube, ich bin einfach gerade zu doof, den Weg zu finden. Dies und vieles mehr. Jetzt. Ich dachte, jetzt kommt wieder Fortsetzung vor. Stavoyer, du würdest so einen Trailer oder so sehen. Oder irgendwie so eine Werbung. Und dann kommt so richtig fett das Trailer und du so, wow, ich will wissen, was es ist. Und dann so, dies und vieles mehr, sehen Sie? Jetzt. Oder du hörst schon den Satz dieses, dies und vieles mehr. Und scheiße, oh, fuck. Und dann kommt so, jetzt. Yay, what? Wow, das ist die Achterbahn der Gefühle, mein Freund. Ja, das wäre ein richtiger Cockblock. So. Also hier komme ich auf jeden Fall lang. Damn, Mann, bin ich schlau. So, hast du einen Weg gefunden, ja? Aber ich habe einen Weg gefunden letztendlich. Aber was sind denn die. Aber warum. Kannst du mir auch erklären, warum du jetzt Windbreaker unbedingt empfehlen würdest? Halt? Gibt es irgendwas, was halt Windbreaker besser macht als Skyward Sword? Ich habe Skyward Sword nie gespielt, Mann. Dann halt Twilight Princess? Also für mich persönlich. Ich mochte Wind Waker am meisten, weil als Kind war ich so. Nee, ich mochte düstere Spiele nicht. Ich war immer leicht, ich sag mal, deswegen spiele ich auch nicht so Spiele wie Resident Evil oder so Horrorspiele, weil ich immer leicht gestresst bin und dann irgendwie voll unter Druck bin, weil ich einfach keine Fehler machen will oder so. Und ich meine, Ocarina of Time und hatte auch schon so, wenn du als Link da groß geworden bist in der Stadt. Die Zombies waren ja, da. Ja, dann war es auch alles dunkel und abgefuckt. Und bei Majora's Mask war ja sowieso depressiv vom Allerfeinsten. Und dann ist da nicht die Vermutung, dass Link tot ist bei Majora's Mask? Laut Game ja, Theory. Ja. Das, die, ich glaube, ich kenne die. Und was kam nach Majora's Mask? Da kam noch nicht Wind Waker, oder? Doch, dann kam. Es kam, glaube ich, noch ein Teil für den Gameboy raus. Ja, die zählen wir nicht. Dann kam halt Wind Waker und Wind Waker war halt eben so ein buntes, lustiges. Und es war halt das erste Zelda-Spiel, was ich dann auch wirklich zu Ende gespielt habe, weil dann nicht so ein Moment kam, wo ich einfach nur dachte: Oh mein Gott, ich kann das nicht mehr handeln. Oh, die Zombies. Große Fische. Und bei Wind Waker war das einfach ein bisschen entspannter. Konnte man einfach entspannter spielen. War man nicht so unter Stress. Und alles war. Ich fand auch die Grafik voll cool. Das Game wurde ja voll gehasst. Ja, viele haben den Arzt. Oh, ja, ich bin schon wieder in Trouble. Ich hab grad mein alkoholfreies Bier genommen. Irgendein Kleffer hat mich schon wieder gesehen. Der ist richtig bereit, Alter. Der flext halt immer. Und Twilight Princess war dann. Und Twilight Princess war halt eben genau das. Alle Leute haben sich darüber beschwert, dass Wind Waker so cartoony und kindisch ist und bla. Und dann haben die Twilight Princess gemacht und dann haben sie wieder düster gemacht. Ich habe gehört, dass das eine super Story haben soll. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe Twilight Princess auch nie zu Ende gespielt. Ich glaube, ich habe es nur gesehen. Noch nie angefangen. Ich habe nur gehört, dass das ziemlich nervig sein soll. Dass halt Twilight Princess so ein ewig langes Intro, also so ein Tutorial hat halt, was ja viele Zelda-Teile haben. So, ja. Außer jetzt hier das Neue, ne? Da geht's dann direkt zur Sache wahrscheinlich. Breath of the Wild oder so? Yep, Open World. Ja,
Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Zelda killt. Na, ich hab, meinst du? Open World halt, viele Spiele scheitern daran, Open World zu machen. Ich meine halt, zum Beispiel MGS 5 ist kein schlechtes Spiel, auch die Open World ist auch nicht schlecht, aber irgendwann ist die Open World auch nicht mehr Open World so gesehen, finde ich halt, weil es halt immer wieder, du hast halt nur große Laufwege eigentlich dadurch gehabt. Da hätte ich lieber, weiß ich was, 51 einzigartig designte halt Maps gehabt, anstatt halt ein Gebiet, wo du halt immer wieder rumläufst halt und dann manchmal halt auch von einem Ende zum anderen. Mehr oder weniger nur. Ja. Deswegen halt, ich habe ein bisschen Angst, dass halt das Open World Zelda kaputt macht. Das Open World Zelda in die Knie zwingt. Ups, Entschuldigung. Jetzt betätschelst du mich schon, was hier los? Muss ich Angst haben? Oh shit, Alter. Ich wusste nicht, dass dein Kopf da schon so nah dran ist. Aber nur mit Kondom, Alter. Oh Gott, Alter. Jetzt werde ich auch noch am Arbeitsplatz sexuell belästigt, ey. Arbeitsplatz? Natürlich. Ich stecke ja Arbeit rein, Zeit. Ist das ein Arbeitsplatz, oder nicht? Aber wenn, dann ehrenamtlich. Ich kann den Aufzug benutzen, still Arbeitsplatz. Im Thronsaal zu fahren. Was haben wir da für eine Quest? Aufzug? Puh. Und da ist die Kapelle. Die Kapelle. Hui, wir gehen erstmal in die Kapelle. Nein! Nicht die Tür aufmachen. Oh, schon wieder Zeit, oh, ja. Oh shit. Kannst du es hören? Mein Gott. Was ist? Das kann ich hören. Hörst du das? Meinst du die gequälten Schreie dieser Seelen, die da hängen? Nein. Es ist... Es ist... Oh, come on, man! Scheiße, jetzt hat die ganze... Mein ganzes Drama zerstört. Diese fucking shit, Bullshit, fuck. Maul halten. Ach. Bye. Shit, Alter. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass ich entdeckt wurde schon wieder.